Sie waren ja schon ein paar Mal bei uns in der Sendung. Ich durfte Sie auch schon interviewen. Jetzt sind Sie zum ersten Mal mit Ihrer Frau da. Ist das ein anderes Gefühl mit ihr gemeinsam in der Talkshow? Ja, wir sind ja auch sonst sehr viel zusammen. Und wir haben uns gemeinsam darauf gefreut. Und sie fehlte mir auch immer an meiner Seite, auch in der Talkshow. Oh. Wir haben sie jetzt, wir sehen Sie jetzt sehr harmonisch auf dem Sofa, auf dem sehr kleinen Sofa, muss man sagen. Und wir haben Sie sehr harmonisch in dem Film gesehen. Seit wann sind Sie ein Paar? Ich reite jetzt noch ein bisschen drauf vor, aber wir haben eine Scheidungsanwältin hier. Also bitte alles mitschreiben. Alles schon gespeichert. Es hat ja Tausendwende. 2001 sind wir ein Paar, also seit 18 Jahren. Wo haben Sie sich kennengelernt? Ich erzähle es mal. Wir haben uns nicht in der Disco kennengelernt, auch nicht beim Biertisch. Wir haben uns kennengelernt in einer Selbsterfahrungsgruppe. Das heißt, wir haben beide Gruppentherapie gemacht. Und jeder hat an seinen Themen gearbeitet. Und dann lernt man sich natürlich völlig anders kennen als so bei der Arbeit oder so. Also das war Seelenarbeit, die wir gemacht haben. Und da haben wir uns natürlich auf einer Ebene kennengelernt, die ganz, ganz anders ist. Ja, an den tiefsten Stellen sozusagen. Und von daher... Ist das ein guter Ort, um sich kennenzulernen? Also ich könnte mir vorstellen, Sie haben recht, es ist tief sofort, weil man ist so ganz bei sich. Mhm. Aber man ist ja vielleicht auch, ich sag mal, so ein bisschen wund und auch vielleicht derangiert. Und genau. Aber das kann ja auch das Wertvolle sein für eine Beziehung, dass man sich so kennenlernt. Wir haben uns an den Absturzstellen unseres Lebens begleitet, miteinander sind wir da durchgegangen. Und dann zu merken, wir sind vielleicht Seelenpartner, ist ja was anderes, als wenn ich mich in den tollen Schlitz im Kleid verlieb oder so. Ne? Das hält vielleicht auch länger. Ich weiß nicht, ob es alle verstanden haben. Wir haben Sie in der Psychotherapie kennengelernt. Genau. Richtig. Ja, ich habe 14 Jahre Psychotherapie gemacht. Es geht mir auch schon viel besser. Und man muss sich dafür nicht schämen. Das ist etwas. Viele mehr Menschen sollten das machen. Das finde ich auch. Ich glaube zum Beispiel, ab einer bestimmten Position in der Politik oder auch in der Wirtschaft sollten wir überhaupt niemanden kandidieren lassen, der nicht mindestens 2 Jahre Selbsterfahrung hinter sich hat. Woran haben Sie denn gearbeitet in dieser Gruppentherapie? Na, an uns. Ja, aber also, an welchen Problemen? Warum? Also bei mir war es zum Beispiel, ich bin aufgewachsen in einer Alkoholikerfamilie und hatte immer Probleme mit Abgrenzung, mit Beziehungen, mich einlassen. Auf Paarbeziehungen konnte ich mich überhaupt nie einlassen. Also ich bin immer davon gelaufen. Heiraten wollte ich sowieso nie. Also mir wurde es immer sofort zu eng. Also ich wollte immer gleich weg. Und da habe ich dann dran, ich habe dann auch irgendwann gesagt, so jetzt ist Schluss, ich lasse mich auf nichts mehr ein, bis dieses Problem gelöst ist. Mhm. Ich habe mich richtig entschieden, erstmal alleine zu leben. Ich habe auch wirklich alleine gewohnt und habe dann überlegt, ich will wissen, was da eigentlich mit mir ist, weil es immer, immer schief ging. Und ich habe dann gedacht, das kann ja auch nur mit mir was zu tun haben. Und dann bin ich in Therapie gegangen und habe das so langsam aufgearbeitet und ja, und dabei habe ich Klaus Peter kennengelernt. Wusste aber damals auch noch nicht, dass es der Partner fürs Leben ist für mich. Das hat sich dann erst so ganz, ganz langsam. Und das war für mich auch gut, dass wir uns in einer Gruppe, für mich persönlich jetzt gut, ist kein Ratgeber für andere Paare, aber für mich war es gut, dass ich diesen... Warum waren Sie in der Gruppe? Ich hatte eine ähnlich schöne Kindheit. Also mein Vater war ein Trinker und das hat natürlich meine Kindheit sehr beeinflusst. Und das war sehr schwierig für mich. Und ich wollte nicht wiederholen, was ich im Grunde gelernt habe in der Familie. Als Vater? Ja. Sie sind ja auch. Ich wollte das als Vater nicht wiederholen, das war das eine. Dann habe ich natürlich selber noch darunter gelitten und wollte das bearbeiten. Und habe für mich einen Weg gesucht, glücklich zu werden, ein zufriedener, glücklicher Mensch zu werden. Und irgendwann im Laufe von vielen, vielen Jahren Gruppentherapie habe ich dann natürlich gemerkt, dass ich auch viele andere Menschen an die Abbruchstellen begleite, mit ihnen in ihre Hölle gucke. Mhm. Und das hat mir natürlich später beim Schreiben der Kriminalromane sehr geholfen. Das interessiert mich, weil diese Frage will ich seit Jahren loswerden irgendwo. Sie geben mir jetzt endlich die Gelegenheit. Ich kenne ganz viele Kreative, also von denen Sie, Frau Dorn, vorhin eben gerade noch gesagt haben, sind so Romantiker und so. Sensible Menschen. Denen eine Therapie so gut tun würde. Ja. Und die das nicht machen, weil sie sagen, Angst haben, dass ihre Kreativität darüber verloren geht. Was würden Sie da sagen? Sind Sie als Schriftsteller schlechter geworden oder weniger einfallsreich, weil Sie eine Therapie gemacht haben? Nein, im Gegenteil. Also das hilft mir. Ich kriege ja ein anderes Menschenbild, eine andere tiefe Betrachtung vom Menschen.
Und ich schreibe ja dann auch aus der Sicht des Täters, dann wieder aus der Sicht des Opfers. In solche Perspektiven überhaupt hineingehen zu können, das lernt man ja jetzt nicht am Gymnasium oder so. Ja, weil Herr Niedecken sagt zum Beispiel, ich habe meine Chance, da verarbeite ich alles. Also es ist natürlich sehr sparsam. Also ich kann mich zum Psychiater Niedecken auf die Couch legen und rauslassen, wenn ich meine Songs schreibe. Ich glaube, ich denke nie so intensiv über ein Thema nach, wie wenn ich es verarbeite, wie wenn ich einen Song schreibe. Und einige Songs wollen einfach raus, die treiben mich um. Also dann gibt irgendwann den Moment, wo ich nach tagelangem Rumirren merke, ach, da scheint ein Song draus werden zu wollen. Und dann versuche ich es mal und dann stehen da auf einmal Sätze, die ich mir nicht ausgedacht habe. Mhm. Die fließen dahin, keine Ahnung. Aber man sagt ja auch, dass ein Song manchmal dabei schlauer sein kann als der Mann, der ihn schreibt. Mhm. Also, haben Sie irgendwann das Gefühl gehabt, dass diese Therapie, dass sie eigentlich jetzt, ich sag mal, ich war nicht geheilt, aber dass es Ihnen jetzt genug geholfen hat, dass Sie mit Ihrem Vaterbild jetzt besser zurechtkommen, selber ein guter Vater sind aber trotzdem drin geblieben, weil es Ihnen geholfen hat, Empathie für Figuren zu entwickeln? Also war es irgendwann Recherche? Nee, Recherche war es nicht. Also das, obwohl es sich natürlich hinterher in den Romanen sehr, sehr positiv ausgewirkt hat. Oder in Bettinas Liedern merkt man das auch an vielen Stellen. Deswegen kann sie auch Menschen dann so tief erreichen oder so. Aber ich habe es nicht deswegen gemacht. Wir empfehlen hier auch nicht Therapiegruppen als Dating-Agentur oder so. Das ist nicht das Ding. Aber wobei es funktioniert hat. Sie arbeiten an Beziehungsproblemen und treffen ihre große Liebe. Ja, super Geschichte. Super Geschichte. Frau Daun macht solche Ohren gerade. Ja. Und, also aber es, ich habe nicht damit gerechnet. Ich bin jetzt nicht in die Gruppe gefahren, um den Mann meines Lebens zu finden. Nee, nee. Es war jetzt nicht Tinder, sondern es war wirklich ich wollte tatsächlich wirklich meinen Seelenhaushalt in Ordnung bringen und habe ihn dann da getroffen. Also das aber es hat ja mit Ihnen auch ganz, ganz viel gemacht, jetzt auch professionell. Denn Sie sind ja gelernte Erzieherin. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie durch den Kontakt mit Ihrem jetzigen Mann überhaupt erst zu Ihrem Talent gefunden. Das Talent war vorher da, aber Sie haben Ihr Talent zum Schreiben und zum Liedermachen zu Ihrem Beruf gemacht durch ihn. Wie genau. Kam das? Also ich habe schon vorher als Erzieherin für meine Gruppen, für meine Kinder geschrieben, weil der Ansatz Musik in Verbindung mit Bewegung und Geschichten, das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert und habe dann schon auch Lieder geschrieben, speziell, aber nur für den kleinen Bereich. Und dann Klaus-Peter, als ich ihn kennenlernte, wir haben uns dann eben außerhalb der Gruppe auch getroffen. Er wollte meine Geschichten lesen. Ich hätte mich nie getraut, die abzuschicken. Nie. Also es war für mich so, oh Gott, er war ja schon auch Schriftsteller, Autor. Ich hatte ein Buch von ihm zu Hause, wusste gar nicht, dass es von ihm ist und so. Also, und das war für mich schon so ein Schritt auch, ihm das zu schicken. Also es war für mich, ich brauchte viel Mut. Haben Sie Ihr Talent sofort erkannt? So. Das behaupte ich, das ist so. Und ich habe es ihr gesagt und sie war ganz schockiert. Und dann hat sie die wundervolle Frage gestellt, ja, wenn ich das als Beruf machen soll, wovon soll ich denn dann leben? Und dann habe ich gesagt, von deiner Arbeit? Ja, und das wurde ja dann auch. Es werden Musiker auch immer gefragt, was sie tagsüber machen. Damit bin ich aufgewachsen, ausgelacht zu werden, weil ich ja immer gesagt habe, ich will Schriftsteller werden. Und nichts anderes. Ich hatte keinen Plan B. Bei Ihnen funktioniert es, wie wir alle wissen, ja sehr gut. Kann man so sagen. Wie viele Millionen Bücher waren es jetzt bisher? 10? Über 10. Also wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr die 11 Millionen durch. Oh. Ist gut gelaufen. Sind auch mit ihren Kinderliedern auf Tour, finden auch im Kinderfernsehen statt mit den Kinderliedern. Und sie schreiben gemeinsam auch Kinderkrimis. Genau. Diese gemeinsame Arbeit, die interessiert mich. Weil bei ihrem letzten Besuch haben sie mir erzählt, dass sie eben nicht das Ende im Kopf haben, wie bei der Ehe. Und schon, sondern sie setzen sich hin und aus ihrer Hand, haben sie damals erzählt, werde ich nie vergessen, fließen die Figuren in diese Kladde rein. Und sie wissen gar nicht, was passiert. Und sie wissen gar nicht, wer noch dazukommt. Und sie sind selber gespannt, wie die Geschichte ihren Lauf nimmt. Wenn sie jetzt zusammenarbeiten, dann geht das doch gar nicht so. Funktioniert es auch ein bisschen anders. Also wir diskutieren erstmal, als wir die Reihe entwickelt hatten, haben wir erstmal alles diskutiert. Welche Figuren spielen eine Rolle, wie ist die Rahmenhandlung und. Und das diskutieren wir. Wir gehen erst spazieren und reden über alles. Am Deich. Und dann setzen wir uns wirklich in einen Raum
und einer sitzt am Laptop und dann wird wirklich getippt. Wir formulieren gemeinsam und er sagt dann einen Satz und den finde ich vielleicht dann nicht so gut, dann formuliere ich ihn nochmal um und dann wechselt er. Oh, darf sie das? Ja, so, sicher, ja. So. Ja? Wenn das wir gemeinsam ist ja auch schreiben. Gut. Schreiben ist ja was ganz Dialogisches. Ja. Ja, und gerade wir haben dann einen Junge und ein Mädchen und sie übernimmt das Mädchen, ich den Jungen und dann versuchen wir natürlich den Dialog auf die Spitze zu treiben. Sie holt alles für ihre Figur raus, ich für meinen. Das ist wundervoll, das ist. Und das wird natürlich besser dadurch und nicht schlechter. Wie ist Ihr Mann denn, wenn er alleine schreibt? Also es hörte sich für mich so an bei seinem letzten Besuch, als ob er so sehr in die Rollen schlüpft, dass man quasi das viele Männer schon zu Hause hat. Ich möchte jetzt nicht wieder aufs Rülpsen eingehen, aber... Er rülpst dabei? Also es gibt ja eine Figur, die heißt Rupert. Ja. Und das kriege ich sehr deutlich mit. Also wenn er sich eine Currywurst zum Beispiel bestellt mit Pommes, dann... ahne ich, er ist jetzt so in seiner Rupert-Figur. Wenn er zum Beispiel, ich mache es sehr am Kochen auch fest, Zanderfilet auf der Haut gebraten und einen guten Rotwein, das ist dann der Weller. Also da ist er eher so in der Rolle des Wellers und das kriege ich schon sehr deutlich mit. Sie sagt auch, sie sieht sofort, wenn ich in Ann-Kathrin Klaassen bin, ich hätte einen anderen Gang. Ich mache mir das nicht vorstellen. Es finden in den Büchern ja auch nach wie vor reale Personen statt. Ja, in dem neuen Buch, was jetzt auch wieder von 0 auf 1 geschossen ist, ja. Spiegel Bestsellerliste für Taschenbücher, Totentanz am Strand, findet auch 3 nach 9 statt. Ja. Also diese Sendung. Giovanni wird namentlich genannt, ich werde namentlich genannt. Und es ist auch wieder ein Mann dabei, den Sie real kennen. Letztlich ein Kollege von uns beiden, weil er auch ein Journalist ist. Und ein Held meiner Bücher. Ein Held Ihrer Bücher, genau. Und der ist auch bei uns im Studio. Ich möchte ihn ganz, ganz, ganz herzlich begrüßen. Es ist Holger Blom. Hallo. Hallo. Sie sind Chefredakteur des Ostfriesland-Magazins. Genau. Also Journalist, finden aber regelmäßig auch, wie wir beide jetzt, in den Büchern statt von Herrn Wolf. Was passiert im aktuellen Buch mit Ihrer Figur? Ja, Sie können von Glück sagen, oder ich kann von Glück sagen, dass ich heute Abend hier bin, weil das war noch nicht so ganz sicher. Aber also ich werde da entführt und es geht nach Bamberg, die Reise. Und ja, ich musste über Karlsruhe, weil da mein Auto abgestellt worden ist, wieder zurück hierher. Für heute Abend. Sie liegen im Kofferraum. Genau. Genau. Ja, geknebelt und gefesselt. Wie finden Sie das so, dass Ihr Freund Sie in den Kofferraum geknebelt und gefesselt, wenn man das so liest? Ja, ich wusste nicht, dass ich in den Kofferraum reinpasse. Wird er das überleben, das Ganze? Ja, 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 weil es gibt ja einen weiteren Teil. Ja, ja, eben, den haben Sie wahrscheinlich schon im Kopf, oder? Ja, natürlich. Sie werden ja, aber Kollegen hatten schon die Hoffnung, ich würde es nicht überleben und Sie würden dann meine Rolle übernehmen können. In dem Sehr schön. Also ich wünsche Ihnen, dass Sie es überleben. Und Sie nehmen es ihm aber nicht übel, wenn Sie doch den Tod finden, oder? Wenn es für die Spannung besser ist. Oh, also, oh, doch. Mein Gott, für die Geschichte. Also, oder doch. Also wenn ich den Heldentod oder den literarischen Tod sterben muss, habe ich gesagt, dann würde ich mich gern von einer anderen literarischen Person, nämlich von Peter Grendel, überfahren lassen, weil das wäre nämlich wirklich mal passiert. Der hätte mich fast mal aufgegabelt, aber nee, ich glaube, das geht noch ein bisschen weiter. Alles klar. Doch, wunderbar. Ich danke Ihnen für diesen kurzen Besuch. Ja, vielen Dank. Der Mörder in diesem Buch, also Dr. Sommerfeld, ist ja jetzt der zweite Teil quasi. Schon im ersten Teil ist Dr. Sommerfeld aufgetaucht. Das Buch ist aus der Ich-Perspektive des Mörders geschrieben, was ja auch ein Experiment war für Sie erstmal, das so zu machen. Der guckt gerne 3 nach 9. Ja. Guckt uns, er ist also Fan von euch. Ja. Ein guckt er die Sendung, bevor er mordet oder nachdem er mordet? Zur Entspannung. Ach, zur Entspannung zwischendurch. Und er lässt sich gerne so zeigen, wie Menschen mit ihren Problemen umgehen, ohne dass jemand dabei stirbt. Das geschieht ja hier. Man diskutiert ja über Dinge. Wer ist das reale Vorbild für Dr. Sommerfeld? Gute Frage. Also Dr. Sommerfeld hat natürlich, wie jede Figur, die ein Schriftsteller schafft, auch viel vom Autor. Nun habe ich nicht 6 Morde begangen, aber zum Beispiel liebt er die Literatur, die ich liebe. Darüber erzählt er auch. Viel von seinem Menschenbild ist auch meins. Aber dann gibt es was, da wird er verrückt oder da wird er komisch oder so. Und ja, dann, zum Beispiel, wenn er sagt, er möchte gerne Leute aufschlitzen.
Ja, er gibt denen ja immer eine Chance. Mhm. Er sagt zum Beispiel, wenn ich nächste Mal zu dir komme und du kannst Kafkas die Verwandlung aufsagen, ist alles in Ordnung. Ich, aber dann werden ja Leute furchtbar nervös. Ne? Was so ein dünnes Buch auch, das hätte der auch schaffen können. Aber der sagt ja, dich rettet nicht der Alkohol, dich rettet die Literatur. Lern Kafka. Welche Reaktionen bekommen Sie von Ihren Lesern auf diese doch sehr interessante Persönlichkeit, die ja gute und unangenehme Seiten hat? Dr. Sommerfeld, der Mörder. Ja, also ich kriege natürlich sehr viel Leserpost. Nicht? Neulich schrieb eine Leserin: Lieber Klaus-Peter, ich bin sehr froh, dass du die Kinderkrimis mit deiner Frau zusammenschreibst. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass nicht am Ende die Erzieherin zerhackt im Sandkasten liegt. Was denken meine Leserinnen von mir? Die können aber sicher sein, in den Nordsee-Detektiven ist nicht am Ende die Erzieherin zerhackt im Sandkasten, sondern sie wird, wie es sich gehört, mit einem Lasso an einen Baum gebunden. Bettina, passt auf, dass ich keinen Mist mache. Denn die war 11 Jahre lang Erzieherin für schwer erziehbare kleine Jungs. Und ja, ich weiß nicht. Als sie mich kennenlernte, war sie gleich begeistert. Herr Wolf, vielleicht ist das das Geheimnis Ihrer glücklichen Beziehung, dass sie auch Erfahrung hat in Pädagogik. Ja, ja, es sind auf jeden Fall, jetzt fassen wir noch mal zusammen, ich glaube 18 Jahre zusammen. Ja. Im verflixten 7. Jahr verheiratet. Ich habe aber ein gutes Gefühl bei den beiden. Ich glaube, Sie auch. Ja, wunderbar. Ich freue mich über die Arbeit, die Sie zusammen machen und auch über den nächsten Besuch bei uns, zum nächsten Buch. Ich bin gespannt, ob dann wieder zu zweit oder alleine. Auf jeden Fall sind Sie wie immer ganz herzlich willkommen. Danke. Es macht Spaß.